Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Podcast Nummer 219. 219. Und wir wollen heute reden über unseren Ersteindruck zu The Last of Us Part 2. Und man muss es wahrscheinlich wirklich so sagen, wir sind jetzt 6,5 Stunden drin, etwa im Spiel. Und man muss halt wirklich sagen, das ist bei dem Game etwa ein Viertel oder bei unserer Spielweise wahrscheinlich eher ein Fünftel des Spiels. Ja. Also es ist wirklich ein Ersteindruck, es ist noch nicht mal ein richtiges Zwischenfazit. Ja. Wir kriegen immer noch wirklich neue Mechaniken sozusagen beigebracht und ähnliches. Ja, und also die nächste wurde jetzt auch schon geteased bei uns. Und wir wollen aber trotzdem natürlich drüber reden, wie es uns bisher gefällt. Und aber auch vielleicht ein paar potenzielle Sorgen äußern, die da noch mit reinspielen und so weiter und so fort. Richtig, also, genau. Dazu gleich hier nochmal am Anfang auch der Kommentar noch einmal. Bitte absolut keine Spoiler in die Kommentare. Wir wissen, es haben alle andere schon durch. Wir wissen, es gibt auch schon seit Monaten alles geleakt und keine Ahnung was alles. Wir wollen nichts, gar nichts davon wissen. Ja. Jeder Kommentar wird instant gelöscht, gebannt und alles. Ja, und ich wiederhole meinen Satz dazu jetzt zum dritten Mal. Wenn ihr spoilert, seid ihr nicht lustig, auch nicht besonders originell, sondern einfach Arschlöcher. Richtig, genau. Weil es ja nicht nur für uns, sondern es euch auch unsere Zuschauer, die in die Kommentarsektion gehen. Ja, genau. Das wollen wir auch nicht. Und natürlich werden auch wir nicht spoilern. Wir werden die Ausgangslage des Ganzen nennen, aber wir werden jetzt natürlich von den Storywendungen, die wir bisher erlebt haben, auch keine verraten. Genau. Sondern halt nur beschreiben, wie uns das Storygefühl so bisher gefallen hat. Wie das Spiel an sich uns bis jetzt so gefällt. Genau. Und ich würde, glaube ich, fast mit der offensichtlichsten Stärke dieses Spiels loslegen. Ja. Und das ist halt die pure Grafikpracht dieses Spiels. Ja. Also dazu muss man sagen, wir spielen auf einer PlayStation 4, nicht auf einer 4 Pro. Von daher, es gibt kleinere Abzüge, sag ich mal, Minute. Das ist aber wirklich mit der Konsole zusammenhängt. Das sind nämlich Sachen, die uns auch schon bei anderen PlayStation 4 Spielen aufgefallen sind, wie zum Beispiel Final Fantasy 7 Remake. Das hat eine gewisse Grenze der Entfernung gibt oder an bestimmten Entfernungen ist also, dass verschiedene Charaktermodelle auf einmal anfangen, sich in Zeitlupe zu bewegen oder wirklich komplett stehen bleiben und erst sich weiter bewegen, wenn man näher rankommt. Geschenkt. Ist halt so. Das ist die Konsole, das ist einer der letzten großen Blockbuster für diese Konsolengeneration. Von daher sei es drum. Ansonsten kleinere Abzüge vielleicht noch sagen, ab und zu sind eine Texturen, was ich sowas wie so ein paar Blätter, Gräser, sieht man auch, okay, es geht halt einfach nicht wirklich viel besser momentan auf der Konsole. Auch geschenkt. Denn an sich sind nämlich die gesamten Umgebungen, die Sachen, die wir bis jetzt zumindest gesehen haben, einfach wunderschön. Ja. Allein durch die gesamte Beleuchtung, die sie halt gemacht haben, vollkommen egal, ob wir uns durch irgendwelche Wälder durchbewegen, wo das Licht sich halt wirklich durch die Blätter durchbricht. An einigen Stellen ist halt richtig so lichtungsmäßig richtig sonnendurchflutet. Da geht man durch einen etwas dichteren Wald, dann wird es komplett dunkel, Schatten um einen herum. Überall sieht man irgendwie auch das Leben, man sieht Karnickel rumhüpfen, Eichhörnchen und sonst irgendwas. Hohes Gras, was im Wind sich hin und her bewegt. Es sieht einfach unglaublich schön aus. Und natürlich dann aber ganz besonders, was eigentlich die große Stärke, wo eigentlich alles mit zusammenhängt, was bis jetzt so unglaublich einzigartig und grandios an diesem Spiel ist, ist halt die Charaktermodelle, beziehungsweise halt wirklich das Face-Capturing der Charaktermodelle an sich. Das ist halt wirklich in so einem guten Zustand habe ich das noch kein anderen Spiel bis jetzt so erlebt. Gab es bis jetzt noch nicht. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Also alleine, es gibt ganz am Anfang im Spiel, deswegen ist auch keine Szene, wie Joel Gitarre spielt und du siehst wirklich jede Ader auf seiner Hand, jede Pore, so allein das. Und dann, ja, die Gesichter sind halt einfach wirklich krass. Das haben sie im ersten Jahr schon gut drauf gehabt, vor 7 Jahren. Wie gesagt, ich finde ja da allein das Ende wegen Ellies Augen so besonders sozusagen, die Augen quasi suchen nach der Wahrheit sozusagen. Aber das ist hier halt nochmal so viel krasser, wie sich Charaktere so leicht auf die Lippe beißen, wie du an den Augen siehst, dass sie gerade nachdenken, wie sie die Augen so ein bisschen verdrehen, kleinste Körperbewegungen machen. Das finde ich, glaube ich, das beeindruckend, diese kleinste Körperbewegungen. Ja. Es gibt eine Szene, wo ein Charakter halt einfach nur so da sitzt, er kriegt etwas erzählt, dann würde ich so ganz kurz so zusammenzuckt irgendwie so. Und du weißt sofort, warum er das macht. Du weißt, er realisiert gerade, was das bedeutet, was er gerade erfahren hat von einer Person. Und natürlich dieses innerliche Seufzen. Und das ist so faszinierend, das zu sehen. Und auch andere Kleinstregungen irgendwie. Und
nicht nur das, zusätzlich kommt dann auch die grandiose Leistung der Schauspieler, muss man wirklich sagen. Durch diese grandiose Technologie, was hier benutzt wird, ist auch wirklich so, das ist halt das Tolle an diesem Spiel. Du hast nicht das Gefühl, dass du hier Videospielcharaktere halt wirklich nur zuschaust in dem Sinne. Du hast natürlich das Gefühl, du schaust Schauspielern wirklich zu, die halt gerade etwas darstellen, die wirklich gerade ein Stück darstellen. Also gerade irgendein Hollywood-Blockbuster in irgendeiner Form hast. Natürlich, du siehst, es sind Videospielfiguren, meine Güte, die Grafik ist nicht so krass, dass es halt aussieht wie echte Menschen. Aber es soll ja auch noch aussehen wie ein Videospiel. Richtig, aber du siehst echte Emotionen, hat man das Gefühl. Ja. Du siehst echte Kleinstregungen. Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich wirklich bei solchen flüssigen Dialogen ähnlich, sind nicht die krassen Emotionen im Gesicht, sonst irgendwie, sondern es sind diese Kleinstbewegungen, dieses innerliche Seufzen, das kurze Zucken, die Augen, die irgendwo hin sich bewegen, sonst irgendwie das. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, was ich bis jetzt noch kein anderes Spiel gesehen habe, was halt hier hinbekommen habe. Ja. Und dadurch muss ich wirklich sagen, dass halt alles, was bis jetzt wir in diesen 6 Stunden erlebt haben, einfach so viel mehr Impact hat. Ja. Sei es etwas unglaublich Schönes, sei es etwas Trauriges, sei es etwas Extremes, es hat alles einfach eine viel größere Durchschlagskraft, einfach dadurch, dass man das Gefühl hat, man schaut da sozusagen echten Menschen dabei zu, wie sie etwas darstellen als Schauspieler. Ja, ja, also generell, da kann man quasi gleich 2 Punkte draus machen. So, ich würde jetzt aber erstmal kurz dabei bleiben, weil du echt sagtest, ich finde, die Charaktere fühlen sich auch bisher unglaublich echt an. So, also das ist so etwas, was ich am ersten Jahr geliebt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich schaue hier Menschen zu und keinen Videospielcharakteren sozusagen mit, die nicht schwarz-weiß sind, die verschiedene Emotionen haben, verschiedene Facetten ihres Charakters sozusagen. Und ich finde, das fühlt sich bisher wieder alles sehr authentisch und sehr, als wäre das über Jahre gewachsen sozusagen, diese Charakterbeziehungen an. Und, weil wir zur Story gleich noch mehr kommen werden, aber wegen den Animationen, das ist halt nicht nur in Cutscenes so, sondern die Animationen sind generell unglaublich gut. Bis auf eine Ausnahme, immer wenn Ellie irgendwo an einem Rand steht oder irgendwo runterfällt, das sieht irgendwie aus, als wüsste das Spiel da nicht so richtig, was es tun soll. Manchmal macht sie dann wirklich so einen Stolperschritt und fällt dann so seitlich runter. Aber davon abgesehen, zum Beispiel so ein kleines Detail, ist mir vorhin aufgefallen, dass es halt 2 verschiedene Animationen gibt. Wenn du eine Schublade aufmachst und dann direkt das greifst, was drin ist, dann hältst du die Schublade noch fest und greifst es mit der anderen Hand raus. Und wenn du kurz wartest, dann lässt sie los und nimmt es so. Ja. So, das sind einfach so kleine Details, dass halt wirklich, je nachdem wie die Situation ist, halt eine andere Animation. Genau, es gibt generell, sie haben ganz, ganz viele Animationen für alles Mögliche noch. Man kommt an so einen kleinen Wasserfall irgendwie vorbei. Und sofort, wenn man ein bisschen weiter weggeht, ist sofort, dass Ellie sich halt durch die Haare irgendwie wischt und sich das Wasser irgendwie versucht abzuschütteln und ähnliches. Es ist halt irgendwo kalt, man kommt halt irgendwas schneemäßig dran, sie putzt sich sofort ein bisschen von der Schulter in Schnee. Also das ist alles auf allerhöchstem Niveau. Ja. Also wie gesagt, grafisch, animationstechnisch, es ist eines der besten Videospiele bis jetzt auf dem Markt, so nach dem Motto. Ja, und wie man es von Naughty Dog kennt, halt auch unglaublich detailverliebt. Ja. Also alleine, was in den ganzen Räumlichkeiten für Details sind, auf was für Anspielungen zum Vorgänger sie geachtet haben und so weiter. Aber zum Beispiel so vom Detailgrad her, die allererste Szene im Spiel ist, wie Joel eine Gitarre putzt. Ja. Und er redet und erzählt halt was und dabei putzt er die Gitarre und wirklich zu sehen, wie so wirklich so Abschnitt für Abschnitt, wo ich der Staub wirklich abgeht von der Gitarre und er wirklich diese Gitarre sauber macht. Ja, genau. So, und ja, seien es die Fasern im Holz, seien es die Muskeln an den Pferden, die sich einzeln bewegen, die Adern an den Pferden. Also es ist unglaublich detailverliebt, so dass man wirklich so denkt, ja, diesen Aufwand betreiben halt nicht viele Studios. Ja. Wie gesagt, haben wir in einem anderen Podcast thematisiert, hat auch seine Schattenseiten. Ja. So, aber ja, trotzdem muss man es irgendwie schätzen, dass die wirklich gesagt haben, nee, wir machen jetzt hier nicht einfach nur eine Umgebung, sondern wir staffieren jeden kleinen Zentimeter dieser Umgebung aus. Und weil du vorhin noch die Umgebung an sich thematisiert hast, wir hatten wirklich vorhin beim Spielen eine Szene, wo wir durch einen Wald geritten sind. Und das Spiel hat uns gesagt, du kannst übrigens auch galoppieren. So, und wir waren so, nee, wir wollen gar nicht galoppieren. Das ist so schön hier. Das ist gerade so schön, wir wollen gerade hier bleiben. Ja.
Und ja, ihr kennt uns, wir sind beide jetzt nicht so die Grafikfanatiker, die so sind, ja, Grafik muss sein, sonst ist es ein schlechtes Spiel. Aber ja, wenn ein Spiel so aussieht, dass, dann trägt das schon dazu bei. Ja. Ja, und wie gesagt, es ist auch bisher abwechslungsreich wie sonst was, also von der Umgebung her. Wir haben halt belebte Stadt, sag ich mal, wirklich mit ganz vielen NPCs, die sich halt hin und her bewegen. Da ist uns Kleinigkeit aufgefallen. Es gibt anscheinend Drillinge oder Vierlinge oder irgendwie sowas in den Ort. Also ein Charakter kam sehr oft vor, ein Charaktermodell. Aber gut, sei es drum, wie gesagt, es ist halt Ende der Konsolengeneration. Ja. Da haben sie dann mal für die Szene nicht so perfekt gemacht, wie auch immer. Und man merkt halt auch, dass die Charaktere halt in dieser Stadt schon eher Kulisse sind. Richtig, genau. So. Also es wirkt halt, es wirkt halt nicht so belebt wie bei Red Dead Redemption, eine Stadt zum Beispiel. Würde ich jetzt mal so behaupten. Weiß nicht, ob das wirklich so ist oder mir kam es mir so vor, also wenn ich es damit vergleiche irgendwie sowas. Und ihr könnt es einfach nur deswegen euch anschauen. Es ist wirklich einfach toll. Und fällt dir auch was so Emotionen ein? Grafik? Nee. Also man muss vielleicht dazu sagen, man merkt wirklich, dass die Konsole jetzt an ihre absolute Grenze kommt. Also auf der normalen PS4 wird sie unglaublich laut. Und so heiß. Und heiß. Also man merkt wirklich, dass diese Konsole ackern muss, wie sonst was. Sie will in Rente geschickt werden. Um dieses Spiel zu gewährleisten. Wir hoffen mal, sie hält doch das Spiel durch und auch noch Ghost of Tsushima. Ja. Dann, naja, mal gucken. Ja. Aber man muss wirklich dazu sagen, weil wir beim Aspekt Technik sind, es läuft die ganze Zeit absolut flüssig. So. Absolut flüssig. Also wir hatten bisher keine Ruckler, keine Hänger, nichts. Wir hatten auch keine Bugs, also ab und zu mal ein, zwei Grafik-Glitches irgendwie, aber mein Gott. Und es lädt halt am Anfang einmal ziemlich lange, aber dann halt wirklich nicht mehr. Und auch selbst wenn man stirbt, ist man halt sofort wieder im Game. Das stimmt, ja. Schön, dass du es sagst. Das ist halt auch erstaunlich, wie schnell es eigentlich geht mit dem Respawn sozusagen. So, also sie haben da wirklich das Maximum rausgeholt. Ja. Und weil das auch so ein bisschen zu dem Technik-Aspekt noch dazugehört, das Sounddesign und den Soundtrack finde ich auch wieder bisher absolut großartig. Ja. So, also Sounddesign kennt man jetzt größtenteils aus dem ersten schon, so die Klickertöne und so weiter und so fort. Was ich halt bis heute faszinierend finde, dass die eingesprochen sind. So, das finde ich so witzig. Und ist halt wirklich so, ist teilweise sogar spielmechanisch relevant, wie wir festgestellt haben. Dass die Klicker jetzt sozusagen einen Warnton geben, wann sie ganz besonders hinhören sozusagen. Oder auch, dass wenn man droht gesehen zu werden, dass das Spiel dann so ein Sound macht, damit man halt weiß, irgendwer hat dich fast im Visier sozusagen. Den Soundtrack, ich kann verstehen, dass viele ihn zu unaufgeregt finden, so, weil er halt, ich finde ihn aber sehr besonders, weil er halt viel mit Gitarrenklängen arbeitet und so wirklich so ganz leise, melancholische Töne im Hintergrund spielen. Ja, es muss ja auch nicht immer das absolute krasse Orchester, Festival und Chöre und keine Ahnung was sein. Hätte auch gar nicht gepasst. Genau, es passt halt viel mehr zu dieser realistischen Welt, sage ich mal wirklich, dass halt einfach nur ab und zu gar kein Soundtrack in irgendeiner Form läuft, so einfach nur Stille ist, so einfach nur die Umgebungsgeräusche zu hören sind und ab und zu halt wirklich einfach nur so ganz leise Gitarrenklänge in irgendeiner Form zu hören sind, so ein leises Gedudel als Hintergrundgeräusch. Und das reicht auch vollkommen. Ja. Man braucht da nicht mehr. Ja. Und wenn dann quasi die Action losgeht und man Kämpfe geht, dann kommt fast schon so ein treibender Trommel-Soundtrack sozusagen, was halt auch sehr, sehr passend ist und zu der wirklich teilweise sehr angespannten Atmosphäre ziemlich beiträgt. Sehr gut beiträgt, ja. Und wie gesagt, mit den Gitarren, da sind wirklich für uns jetzt auch schon so ein, zwei Magic Moments mit rausgekommen. Weil halt, wie gesagt, auch das passiert gleich am Anfang, weil es halt wirklich passiert, dass Charaktere wirklich Gitarre spielen, die man vorher selber anspielen muss. Keine Angst, ihr müsst kein musikalisches Wissen haben, um das zu lernen, sonst hätten wir es auch nicht gehört. So, ich persönlich hatte da wirklich gleich zwei Magic Moments mit. Auf jeden Fall. So, und der Soundtrack ist echt wieder absolut toll einfach. Ja. Generell auch vom Sounddesign her, also die Knarren hören sich wuchtig an, der Schnee knirscht, man hört den Wind, wie die Pferde halt durch den Matsch stapfen, das Galoppieren und ähnliches. Die Rufe von NPCs, sei es freundlich oder feindlich, hört man auch, wenn sie sich irgendwas zuruft. Man kann halt wirklich hören, wo halt irgendwelche Feinde sich eigentlich befinden. Plus hat man natürlich auch seine durch die Wände Gucktaste, sag ich mal, sein Hören. Das funktioniert alles wunderbar. Das ist toll, es ist
Wunderbar, passt ja zu allem. Und wie schon im ersten haben sie auch hier wieder darauf geachtet, dass zum Beispiel, wenn ein Charakter mit dir spricht und du entfernst dich, dass er wirklich leiser wird. Genau. Weil viele Videospiele machen das ja nicht, damit du bloß alles hörst. Genau. Ist es halt genauso laut, als würde er neben dir stehen. Aber hier ist halt, ja, wenn du weggehst, dann wird er halt leiser, genau, weil du dann läufst halt weg. Dann gehst du halt weg, ja. Ja, und man kann selbst mit unseren Billig-Headsets hier echt ziemlich gut hören, ja, wo jemand gerade ist und wo jemand herkommt. Und ja, also generell muss man sagen, auf der technischen Ebene macht das Spiel halt nichts falsch. Ja. So, ja. Und das wirklich auf der technischen Ebene, warum wir halt auch diesmal so extrem drauf eingehen, ist halt wirklich, weil das alles, Sound, die krassen Animationen, die Grafik, trägt halt alles insgesamt zu einem so eine unglaubliche Inszenierung dann einfach bei. Ja. Um jetzt mal so ein bisschen zu also nicht Story, keine Ahnung, ich werde jetzt nichts von der Story verraten. Spoilerfrei zur Story. Genau. Aber wie die Story halt erzählt wird, wie gesagt, die Charaktere miteinander umgehen, die Dialoge fühlen sich und hören sich eher flüssig an, also so denken, ja, so könnten Leute auch wirklich reden, ja, es fühlt sich jetzt nichts gekünstelt, geschrieben, sag ich mal, an, sondern wird auch mal geflucht, da machen sie mal einen Scherz irgendwie, knuffen sich mal so ein bisschen. Man hat einfach das Gefühl, das sind halt wirklich natürliche Gespräche, wie sie halt nun mal wirklich entstehen können. Dann halt, wie sie es halt auch einsprechen, also dann wird halt die Stimme, dann wirkt halt die Stimme gebrochen, wenn irgendwas Trauriges, Emotionales passiert. Sie kriegen dann vielleicht manchmal sogar keinen Ton so richtig heraus. Ja. Es ist super, durch die Animation kriegt man es halt wirklich mit, wie sie es halt wirklich sprechen wollen, wo sie damit hin wollen. Ja, ansonsten, was die Story an sich angeht, hat sie schon einige Twists gehabt, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben, dass es halt so in gewisse Richtungen geht. Es hatte schon starke emotionale Momente, mhm, in allen Richtungen. Wie gesagt, egal, ob es jetzt irgendwie Gefahr von allen Seiten war, ob es etwas Trauriges war oder ob was unglaublich Schönes oder Lustiges, Süßes, Romantisches in irgendeiner Form, ja, ist. Also bis jetzt war alles mit dabei. Und auch jetzt momentan, wo wir gerade sind, sind wir mitten wieder in einer Action-Szene, wo wir uns weiter, ja, durchtreiben müssen in irgendeiner Form oder durchschleichen müssen. Und von daher bis jetzt macht das alles einen sehr, sehr guten, soliden Eindruck, was die Story angeht und einen grandiosen cineastischen Eindruck. Ja. Ja, was ich besonders mag, ist, dass sich das Spiel diesmal wirklich viel Zeit nimmt, um aufzubauen. Also wir haben jetzt zwei Aufnahmesessions gemacht, die erste davon ging etwas über 2,25 Stunden. Und ja, wir waren eigentlich immer noch im Storyaufbau, ja, quasi, bevor dann quasi es so richtig losging. Und ja, das war ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ja zum Beispiel mit dem Einstieg von Last of Us 1, den alle so grandios finden, ein massives Problem hatte, weil ich das Gefühl hatte, okay, ihr stellt mir Sarah vor, ihr stellt mir Joel vor, Sarah tot, ja, so. Und für viele hat das ja total Impact und für mich halt erst im Nachhinein, als ich dann begriffen habe, warum sie das machen. Ja. Aber am Anfang war ich total abgeschreckt, so, was soll das denn? Ich habe ja gar keine Bindung zu ihr, so. Und hier machen sie es halt wirklich so, weil sie wahrscheinlich auch denselben Trick nicht einfach nochmal machen, ja, wollten, dass sie wirklich, ja, wirklich viel Zeit sich nehmen, um Charaktere zu etablieren, um aufzubauen, wie das Leben in dieser Siedlung läuft, wo, mhm, Ellie und Joel da sind und so weiter. Das Ganze spielt übrigens 4 Jahre nach dem ersten Teil. Also man hat ganz am Anfang noch kurzen Anschluss an den ersten und dann springt es aber halt direkt, genau, nach dem Intro 4 Jahre später. Nach den ersten 5 Minuten. Genau. Ja, und dann, wir können halt ohne zu spoilern gar nicht viel sagen. Ihr könnt euch vorstellen, das ist Last of Us. Das Ganze wird ganz schön schnell ziemlich scheiße für alle Beteiligten. Richtig. So, und ja, aber man nimmt sich halt eben Zeit, dass man Dina kennenlernt, also Ellies kleine Liebelei, genau, die sie so hat. Ja, dass man halt sieht, wie leben die da, was haben die für Aufgaben, wie teilen sie sich das auf, wie sorgen sie für Sicherheit. So, und das hat bei mir halt dazu geführt, dass ich mich ja, da gleich in diese Welt rein verloren habe, ja, und ich das Gefühl hatte, dass ich so reingeworfen werde. Und ja, wie wir es halt schon oft thematisiert haben, führt das dann eben auch dazu, dass dann Szenen, die dann entweder in eine romantische Richtung oder in was Dramatisches gehen, dass die halt viel besser funktionieren, weil ich das Gefühl habe, ich habe mit denen schon Zeit verbracht, ja, einfach. Und muss mich nicht nur an Ellie und Joel klammern als Charaktere. Genau. Sozusagen. Ja, genau. Und ja, was ich dann vorhin auch wieder gesagt habe in unserem Let's Play, was das Spiel erneut sehr gut beherrscht, ist diesen Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Stimmt, ja.
Und boy oh boy, wenn das Spiel Spannung aufbaut, dann baut das Spannung auf. Dann baut das Spannung auf. So, also wir hatten wirklich so eine Szene, wo wirklich es passiert in einer Cutscene eine Kleinigkeit und wir waren beide vor so, okay, ja, was macht ihr hier was jetzt? Passiert so, jetzt, weil man eben auch durch den ersten Teil dem Spiel halt auch alles zutraut. Ja. So, und nicht das Gefühl hat, ja, es wird so eine klassische Hollywood-Geschichte. So, und ja, aber sie sorgen dann aber auch immer wieder für ruhigere Momente oder kleine lustige Momente, die aber jetzt nie so Schenkelklopfer sind, dass man jetzt rausbricht. Das sind einfach so kleine, herzliche Momente. Oder sei es, dass sie einem einfach mal 5 Minuten geben, um durch einen Wald zu reiten und die Schönheit zu genießen. Ja. So, und es ist dann wirklich so, das Spiel macht, ist entspannt, baut Spannung auf, extrem, macht dann auch wirklich teilweise sehr, sehr dramatische Dinge. Und dann entspannt es sich wieder. Und dann baut es die Spannung wieder genau auf. Und es hat wirklich dadurch bisher so einen echt ziemlich guten Flow, das Ganze. Ja, ja. Obwohl halt so, ja, wir wirklich, man merkt, wir sind einfach noch am Anfang dieser Geschichte. Im Prinzip. Ja, genau. Es geht jetzt erst Stück für Stück immer weiter los, wirklich. Ja. Ja. So, wenn eigentlich zur Story, also mehr können wir nicht verraten, weil alles andere müsst ihr selber erleben, müsst ihr selber euch anschauen und selber spielen. Wir können da jetzt keine Twists vorwegnehmen oder auf bestimmte Leute, Charaktere, wie auch immer eingehen. Ja. Das geht einfach nicht, das wäre alles gespoilert, deswegen. Achso, vielleicht eine Sache noch, weil mir die gerade einfällt. Was wir ziemlich cool finden, beide, ist, dass man tatsächlich nicht nur Ellie spielt, weil es kommt halt, das hatten wir am Ende von Folge 1, also das ist nach 30 Minuten. Ja, okay. So, sondern dass man halt wirklich zwischen Charakteren wechselt. So, und wir wissen halt nicht, ob sie das weiter fortführen oder ob sie das halt nur für den Anfang nehmen. So, das werden wir sehen. Aber das fanden wir auch ein ganz nettes, dynamisches Element, dass sie da so ein bisschen hin und her geswitcht sind. Aber keine Angst, Ellie ist die Hauptspielfigur. Ja. So, bei der man bleibt. Aber das war ein ganz cooles Element und ist, denke ich, auch nicht zu viel gespoilert. Okay. Ja, genau. Und damit sind wir vielleicht noch so ein bisschen beim Gameplay. Beim Gameplay kann man eigentlich nicht viel sagen, außer es ist halt wirklich das Gameplay aus dem ersten Teil. Es fühlt sich halt ein bisschen flüssiger an. Ja. Sieht ein bisschen flüssiger auch aus. Und ja, also dass man halt immer noch halt seine Bricks und seine Flaschen, mit denen man halt Gegner betäuben kann, ablenken kann, immer noch, indem man hinter denen her stealth und versucht halt die lautlos zu töten, sei es Infizierte, sei es Menschen. Ja, man hat seine Schusswaffen, die man halt auch wirklich realistisch nehmen muss. Dann dauert es auch ein bisschen, auch die Waffe zu wechseln, nachzuladen und ähnliches. Es gibt die klassischen Waffe, Gewehr, Shotgun, Pistole, Revolver, was wir jetzt so hatten. Mal sehen, was noch so kommt. Ja, es gibt die Nahkampfwaffen, die halt ziemlich stark sind, die du halt sehr, sehr schnell einen Infizierten oder einen Klicker auch umbringen kannst. Klicker one-shotten einfach einen immer noch. Ja. Infizierte sind halt mehr, dass sie halt wirklich gucken können und sich sehen können. Klicker sind halt mehr auf die Geräusche wirklich bedacht. Und ja, ansonsten ist auch das Gunplay, wie gesagt, fühlt sich ein bisschen flüssiger an, das ist ganz gut. Und sonst ist halt noch das Crafting-System eigentlich auch wieder dasselbe geblieben. Es gibt auch immer so ziemlich dieselben Ressourcen. Ja, also sie haben es tatsächlich alles ein bisschen angepasst. Also das Crafting ist jetzt wirklich so, dass ja, du hast eine Waffe und dann stehen da halt wirklich direkt 4 Sachen, die du verbessern kannst bisher. Genau. Und die kannst du halt machen, während ja im ersten tatsächlich du zum Beispiel den Schaden mehrfach verbessern konntest oder so. Ja, und auch bei den Fähigkeiten haben sie es jetzt so gelöst, dass es richtige Skill-Trees gibt. Also, dass man nicht mehr die Skills einzeln freischaltet und ihre Aufstufung, sondern es ist wirklich am Anfang was durch den Überlebens-Skill-Tree und den muss man halt wirklich Stück für Stück abgehen. Also, genau, es ist der Baum, den man so abgeht. Und wenn man Überlebenshandbücher findet, dann schaltet man noch weitere Skill-Trees frei. Ja. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, weil ich finde es einerseits irgendwie cool, dass du dir deine Fähigkeiten freischalten musst und dass sie auch teilweise Sachen, die halt Joel mit all seiner Erfahrung schon konnte, dass die Ellie halt erst lernen muss sozusagen, die zwar auch schon eine ganze Weile Überlebende ist in dieser Welt, aber halt noch lange nicht so lange wie er. Sie ist nur noch jung. So. Also sie ist seit 18. Aber auf der anderen Seite nervt es mich halt schon, dass man dann teilweise Skills, wo man sagen, wo ich im ersten Teil gesagt hätte, nee, brauche ich nicht, dass man die halt teilweise skillen muss, damit man zu was Besserem kommt. Ja, ich hätte es auch besser gefunden, hätte man halt wirklich einen Skill-Tree und nicht einfach nur einen Skill-Verlauf. Ja. Also sprich, dass man wirklich halt zwischen 2, 3 so entscheiden kann. Ja, sagen wir, es ist eine Skill-Linie, kein Skill-Tree. Deswegen, es gibt halt 5 Skills pro, oder 6, 5? 5, 6, irgendwie so.
Fähigkeiten, man muss halt die erste, zweite, dritte, vierte, fertig. Das, ja. das ist halt der Skill-Tree, Skill-Verlauf. Ja. Von daher, ja, hätte ich auch cooler gefunden, wenn man ein bisschen das noch angepasst hätte und ein bisschen anders gemacht hätte. Ja. Auf der anderen Seite findet man, wenn man sich umguckt, auch deutlich mehr, mehr Skill-Punkte, mehr Pillen, mit denen man sich aufrüsten kann und auch mehr Teile, um die Waffen aufzurüsten. Ja. Also wirklich deutlich mehr als im ersten. Und ja, von daher wird das, denke ich, schon in Ordnung sein. So muss man halt auch da gucken, inwieweit sie die Ressourcen noch begrenzen oder nicht. Ja. Wir spielen übrigens auf normal. Genau. So, wo halt auch da steht, man kriegt auf normal mehr Ressourcen als auf schwer oder überlebender. Was man sowieso auch von Anfang an anwählen kann. Genau. Ich glaube, überlebender konnte man muss also freischalten, nur freischalten. Ja, ansonsten das Gameplay ist, wie du schon sagst, relativ unverändert. Sie haben halt wirklich so ein paar coole Neuerungen drin. Unter anderem gibt es jetzt eine richtige Ausweichtaste. Stimmt. So, die gab es im ersten halt nicht. Also man kann jetzt wirklich, gerade wenn so normal Infizierte kommen, kann man den relativ leicht ausweichen, um dann im Nahkampf auch sie zu bekämpfen. Ja. Sodass das halt auch wirklich eine Option ist. So, gegen schießende Gegner natürlich nicht, aber gegen Infizierte gerade. Und wenn man halt gut ist, kann man selbst um Klicker immer wieder rumtanzen. Ohne Scheiß, ich wüsste nicht, wenn man halt nach Woche oder zwei halt wirklich eben so Complete Run Nahkampf. No damage, no Firearms. Genau, irgendwie sowas. So komplett Speedrun, keine Ahnung, so sehen. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwie sowas kommt. Ja, das ist ganz cool. Dann haben sie jetzt eingeführt, dass es so einen Schnellwurf gibt. Also so zum Beispiel, so die Ziegelsteine oder so, musste man ja am ersten immer zielen. Jetzt kann man sie dann einfach auf R2 schnell werfen auf jemanden. Und den dann damit zum Beispiel betäuben, um ihn dann zu überfallen. Nahkampf direkt anzubauen. So, und ja, auch das Waffenwechseln geht schneller, weil im ersten war es ja wirklich so, Rucksack auf, Waffe wechseln, so. Also im Kampf mal eben die Waffe wechseln war schwierig. Mhm. So, und das geht jetzt halt alles deutlich flüssiger. Und ich finde aber auch, dass es tatsächlich passt, weil Ellie ja auch agiler ist als Joel. Und jünger und schneller und kleiner. Von daher finde ich es auch passend, dass halt das Gameplay mit ihr ein bisschen agiler ist, sozusagen. Es macht bisher ziemlich viel Spaß. Ich habe auch nicht so sehr das Gefühl wie im ersten manchmal, dass ich verarscht werde. Also im ersten hatte ich wirklich manchmal das Gefühl, ich werde gerade vom Spiel verarscht, weil es will, dass ich entdeckt werde. Mhm. Da waren dann so Sachen wie, ich hocke hinter einer Ecke, jemand läuft ohne in meine Richtung zu gucken vorbei und plötzlich weiß er, dass ich da bin. Ja. Obwohl ich dahinter nur sitze. Ja. So, sowas ist uns halt bisher noch nicht passiert. Bei den Klickern dachte ich erst, dass ich wieder verarscht werde, aber dann ist dir aufgefallen, dass sie halt ein Signal geben, sozusagen, genau. Wann das soweit ist. Unsere Sorge ist so ein bisschen, da das Spiel ja nochmal deutlich länger sein soll als der erste, wir haben jetzt literally schon ein Poster gefunden mit allen Infizierten, die es so gibt. Ja. Und das zeigt im Prinzip, es gibt nicht wirklich was Neues. Genau. So, das heißt, wir haben halt wieder die menschlichen Gegner. Neu sind jetzt halt die Hunde, die ein Element reinbringen, indem die deine Spur aufnehmen und dich halt quasi dazu zwingen, dich schneller zu bewegen. Du kannst nicht einfach irgendwo hocken und warten, sobald die im Spiel sind. Und bei den Infizierten gibt es halt aber die normalen Infizierten, die Klicker und die Bloater. So, das ist so. Und da haben wir ein bisschen Sorge, dass dieses Gameplay sich dann über die bei uns wahrscheinlich 30 Stunden Spielzeit halt schon abnutzen wird. Wahrscheinlich. Kann sein, ja. Wir werden sehen, wie lange es noch gut geht. Momentan macht Spaß, so ist es nicht. Wie gesagt, wir schalten auch immer noch neue Sachen frei. Wir haben noch längst nicht alles aktiviert, sonst irgendwie finden auch neue Ressourcen. Wie gesagt, uns wurde jetzt gerade die Hunde angeteased mit der Witterung. Wir wissen noch nicht, wie es sich wirklich denn selber spielt. Da sind wir gerade kurz davor. Ja. Das werden wir selber herausfinden. Also das werdet ihr im Review-Podcast sehen, wie wir das fanden. Ob wir sagen so, oh, diese scheiß Hunde, oder sagen so, oh, das war nicht so schlimm. Ja. Und was man noch erwähnen kann, was auch eine kleine Neuerung sozusagen ist, sie haben die KI ein wenig verbessert. Damit die eigene KI, also im ersten Teil wirklich, da gab es diese lustigen Memes von wegen, Ellie hockt irgendwo, der Gegner rührt sie oder sieht sie halt eindeutig vor sich. Aber dadurch, dass sie halt als KI-Begleiterin war, wurde sie vom Spielzeug nicht akzeptiert, weil wir einen Gegenstand nach dem Motto, man wurde nur selber entdeckt. Jetzt halt wirklich so, dass die Begleitung, die man halt hat, die wird halt, also A, habe ich das Gefühl, auch wirklich entdeckt, könnte entdeckt werden, wenn die von Deckung zu Deckung huscht, aber sie geht auch wirklich immer in Deckung. Sie bewegt sich immer in Sicherheit, immer weg von den Gegnern und hilft dir so ein bisschen auch mal. Ja, also klar, es ist immer noch wie in Last of Us 1,
dass ja, die KI dich einfach nicht behindern soll. Deswegen genau. fällt sie den Gegner nicht auf und ja, kann auch nicht getötet werden. Aber es ist mir auch deutlich weniger aufgefallen als im ersten, wo es wirklich Szenen gab, wie Tess und Ellie einfach an dem MG vorbeigelaufen sind und ich saß da, warum verstecke ich mich? So. Und es ist halt einfach der kompletten KI nicht aufgefallen, dass da zwei Leute lang rennen. Richtig, genau. So, und ja, es ist deutlich weniger auffällig sozusagen. Ja, die Gegner-KI, muss man sagen, verhält sich halt wie im ersten, würde ich fast behaupten. Na, sie haben es also, ja schon ein bisschen versucht zu flankieren auch und so weiter. Ja, aber das haben sie da auch. Also dass sie außen rumgerannt sind und so, war da auch schon. Genau, wenn sie sehen, dass jemand da liegt und man hat ihn ausgeschaltet, dann fangen sie halt an, nach Hilfe zu rufen und Leute auszusenden. Was wir persönlich cool finden, was halt auch vorher schon bekannt war, wo wir aber auch verstehen, dass Leute sagen, es ist uns too much, ist, dass sie aber es deutlich immersiver machen, indem die dann halt wirklich jemanden finden und zum Beispiel den Namen von demjenigen sagen, dann sagen, oh shit, Charles oder so. Und dann auch wirklich den anderen zurufen, Charles ist tot. Ja. Kommt her, wir müssen, hier ist jemand. So. Genau. Wodurch man halt wirklich mehr das Gefühl hat, okay, ich bringe hier gerade Menschen um. Genau, das ist eigentlich das nächste Thema, was wir noch kurz anschneiden können. Wie gesagt, wir sind erst 6 Stunden im Spiel drin. Mal gucken, wie sich es halt noch weiterentwickelt. Ist halt dieses ganz große Thema halt der Gewaltdarstellung halt in dem Spiel. Das, was wir jetzt erlebt haben, war schon ziemlich brutal an einigen Stellen. Also vor allem jetzt so 2 Stellen waren sehr heftig, was wir schon so beobachten mussten. Und ja, wir haben plus halt noch dieses Thema mit denen, dass halt die menschlichen Gegner halt wirklich die Namen rufen und sehen, wenn halt jemand tötet, dann sagen, she killed Charlotte oder sonst irgendwie. Das hat schon nochmal so einen anderen Impact, dass man sich sehr verdammt. Ich hatte schon einen Kill, wo ich so dachte, verdammt, das war unnötig, hätte ich nicht machen müssen. Weil halt wirklich auch, wie halt Ellie die Gegner tötet, ist halt auch wirklich heftig. Also bei, weißt du, bei Infizierten ist auch so, okay, die sind halt eh verloren, die kannst du nicht mehr retten, so auf dem Motto. Wenn da halt die Kehle aufgeschnitten wird, so Stück für Stück, sei es drum, dass, dann kann man auch leben. Aber wirklich bei den Menschen, wo du dieses Röcheln halt noch langsam hört, Stück und für Stück. Und ihr Blick in den Augen. Ja. Also wirklich so ein richtig hasserfüllter Blick, so. Das ist schon ganz schön heftig. Und es ist so ein netter Kontrast, weil du als Spieler teilweise sagst, holy shit, das war so aber nicht nötig. Und Ellie halt einfach so aussieht wie, ich mach die alle kalt. Ja, genau. So. Und ja, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, also mal gucken, wie heftig das mit der Gewalt gerade noch wird. Das ist ja auch so ein Thema, was viele Reviews ja auch schon angeschnitten haben. Dass sie halt sagen, es ist halt ein Kunstwerk, der Gewalt in gewisse Formen macht, indem sie auch wieder aufmerksam auf Gewalt, wie schlimm eigentlich Gewalt ist und ähnliches. Und ja, wir werden sehen, wie wir es am Ende empfinden. Ob denn wir sagen, so, okay, das war unnötig krasse Gewalt, teilweise irgendwie, ob wir sagen, okay, es ist nur eine knallharte Welt und sie haben einfach das realistisch gezeigt, wie brutal das halt wirklich ist in dieser Postapokalypse. Was denn halt wirklich wäre, wenn Mensch gegen Mensch die ganze Zeit sich gegenseitig in die Gurgel gehen und ähnliches. Ja, also ich, also bisher finde ich es angemessen, sage ich mal so. Es ist absolut berechtigt ab 18. Ja, definitiv. Aber auch hier hatte ich jetzt wieder als nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie daran ergötzt, sondern halt einfach aufzeigt, was mit jemandem passiert, der von jemandem verprügelt wird, der voller Hass auf ihn ist, sozusagen. Ja, genau. Und ja, aber ich sehe durchaus die Gefahr, weil es ist ja das große Thema, das haben sie auch gleich am Anfang gesagt, das Thema ist Hass. Ja. Hass und Gewalt. Und das habe ich ja damals auch schon gesagt, ich sehe die Gefahr, dass sich das Spiel halt einfach nur zeigt, Gewalt führt zu noch mehr Gewalt, zu noch mehr Gewalt, zu noch mehr Gewalt. Und ich hoffe, dass sie damit einen Punkt finden. Ja. Und nicht einfach nur immer mehr Gewalt zeigen, richtig, sozusagen. Das ist auch dieses Ding, das ist auch so eine Sorge, die ich so von Anfang an für das Spiel hatte oder habe, ist halt wirklich dieses, dass ich zwar sehe, was sie darstellen und mir so denke, okay, sie wollen halt zeigen, wie schlimm ist Gewalt, wie brutal ist Gewalt, Rache führt zu noch mehr, Rache führt zu noch mehr, Rache führt zu noch mehr, aber dass sie das zu plakativ vielleicht dann irgendwann darstellen. Ja. Dass ich immer so denke, ja, aber, also, ich weiß nicht, wie ich es finden werde, weil bis jetzt scheint es wirklich so sein, wir haben keine Wahl wirklich. Mhm. Wir müssen gewalttätig sein. Ja. Wir müssen töten. Wir können nicht sagen, nein, wir versuchen das jetzt auf andere mögliche Art und Weise. Nein, wir versuchen jetzt vielleicht mit denen zu verhandeln oder versuchen denen nur Bewusstes zu machen. Irgendwas. Ja, bis jetzt haben wir nur das Ding, töte.
Ja, man muss das hören, was zur Story absolut passt. Ja. Aber wie gesagt, die Sorge ist halt, dass sie keinen richtigen Punkt damit und, finden. Genau, und das ist halt dadurch, dass du halt als Spieler keine Wahl hast, um selber deine innere Moral darzustellen und ja. so weiter. Sondern das Spiel, der nur plakativ zeigt, so, ist böse Gewalt. Ja. Ah, brutal. Dass es irgendwann nicht mehr wirkt. Richtig, dass es einfach irgendwann so ist, so, okay, ja, es ist brutal, es fuck, aber ja. ihr lasst mir ja keine Wahl. Ja. Also ich warte, ich habe so im Kopf irgendeine Szene, dass irgendwann sowas kommt wie, wir halten, was ich, irgendwie ein Messer an die Kehle und dann müssen wir den Kehlenschnitt sozusagen durchführen und wir haben keine Wahl. Und es ist aber dann so eine Situation, wo man denkt, okay, Ellie muss den eigentlich nicht umbringen. Es reicht auch, den auszunocken. Ja. Es reicht auch zu sagen, hau ab, Waffe wegnehmen, sonst irgendwas. Also ist ein ganz schwieriges Thema anzugehen. In Videospielen noch mal mehr, ja. weil du halt die agierende Person bist. Es kann Ultra-Impact haben, ja. so. Es kann aber auch schnell plakativ werden. Und ich habe ja damals gesagt, ich habe die Sorge geäußert, habe gesagt, wenn ich das jemand zutraue, dann Naughty Dog. Ja. Aber ich hoffe halt, dass es auch so ist, letztendlich. Genau. Ja. Werden wir halt auch sehen. Dafür sind wir noch nicht lang genug drin. Ja. Wie gesagt, ist ja auch ein Ersteindruck. Also sprich, ihr habt jetzt schon mal gehört, wie wir es bis jetzt finden. Aber ich habe noch einen Punkt. Achso, also wir wollten noch kurz zu den Gewalt deswegen. Ja. Also wir haben jetzt, was die Gewalt angeht und so weiter, habt ihr das gehört, wie jetzt momentan unser Punkt ist, was unsere Sorgen dementsprechend sind. Und könnt ihr dann im Review-Podcast sehen, was wir dann zu dem Thema Gewalt sagen. Und wir sagen, es ist ein Meisterwerk, was das Gewaltthema angeht. Sie haben das toll, krass dargestellt, so nach dem Motto. Oder wie wir sagen, so, ja. war doch nichts. Ja, also es kann man auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen, wenn wir durch sind, wird es auf jeden Fall einen Review-Podcast geben und aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen Spoiler-Cast, wo wir halt dann wirklich analysieren werden, was die Story nun wirklich kann und was nicht. Mhm. Aber das kann man schlicht jetzt noch nicht einschätzen. Bisher gefällt es uns gut. Ja. Aber ja, wir haben halt auch Sorge, dass es in ein, zwei Punkten eben abdriften könnte, ja. sozusagen. Sowohl was das Gameplay angeht, als auch was halt dieses Kunstthema mit der Gewalt angeht. Ja, was Story angeht, glaube ich, das wird schon eine krasse Reise einfach sein, dass wir da erleben werden. Ja, weil wir davor noch beim Gameplay waren, dadurch sind wir ja zu diesem Punkt gekommen. Genau. Was ich auch ziemlich cool finde bisher, ist das Level-Design tatsächlich, weil sie eine schöne Mischung finden aus Schlauchleveln und ja, wir hatten jetzt auch schon sozusagen eine Open-Schlauch-Passage. Genau. So, das fand ich ganz angenehm, weil der erste Teil hat dich ja quasi eigentlich wirklich nur durch Set-Pieces geführt, genau. Die ja manchmal so ein bisschen Freiraum gelassen haben, aber nicht wirklich viel. Mhm. So, und jetzt ist es halt wirklich so, dass ja am Anfang das Ganze wieder recht linear ist und ja, sie da teilweise sogar so ein, zwei recht geskriptete Szenen drin haben, die aber ziemlich cool waren. Also die waren sehr intensiv und laut. So. Ja, das muss man vielleicht nochmal ganz kurz zur Soundabmischung. Das Spiel hat einen super Sound, aber so die Abstimmung zwischen Lautstärke in lauten Sequenzen und dann den Dialogen danach ist teilweise ein bisschen arg krass. Ja. Aber gut. Und ja, jetzt hatten wir halt schon so ein Gebiet, wo sie wirklich das so ein bisschen geöffnet haben, haben gesagt, hey, hier hast du ein größeres Gebiet, was aber auch nicht riesig ist. Haben einem da keine Fragezeichen auf die Map gemalt, so, sondern erst wenn man angekommen ist, so hat sich Ellie Fragezeichen auf die Map gemalt. Ja, und das fanden wir persönlich ziemlich cool, weil du hast ganz klare Ziele, wo du hin sollst, aber du kannst halt auch rumrennen und erkunden. Und ja, dabei hatten wir sowohl kleine, nette Geschichten so über Texte und so erlebt und über die Settings, die uns gezeigt wurden. Ja. Aber vor allem fanden wir cool, dass es sich wirklich lohnt zu erkunden. So, weil wir haben dann halt wirklich echt cooles Zeug gefunden, was wir einfach nicht hätten, wenn wir das nicht gemacht hätten. Richtig. So. Und hatten sogar, was ich super finde, dass sie sogar optionale Story-Szenen einbauen in diesen Sequenzen. Dass sie wirklich quasi sagen, wir belohnen dich nicht nur mit Loot, sondern wenn du das machst, dann kriegst du sogar noch kleine Momente, die wir der Story ergänzen sozusagen. Genau. Und zu den Charakteren und ähnliches, das halt auch die Begleiter halt auch so ein bisschen darauf reagieren, in welcher Umgebung man gerade ist und halt mit der Umgebung auch so ein bisschen interagieren. Ja. Das ist echt so ein Schlagzeug, dann setzt sich ja halt die Person da hin und spielt so kurz Schlagzeug und dann kommt da ein Dialog daraus und so weiter. Genau. Was in dem Zusammenhang ein bisschen lustig ist, das Spiel ist sehr ungeduldig. So, es ist so, wir hatten es jetzt schon dreimal, dass wir halt im Gebiet waren und wir haben uns halt umgeguckt. Ja. Und nach kürzester Zeit sagt das Spiel, also in dem großen Gebiet hat es lange gedauert,
da hat es schon mal gesagt, okay, sind die jetzt immer noch nicht, rafft der Spieler gerade wirklich nicht, wo er hin muss? Und wir waren halt noch am Umgucken. Ja. So, aber irgendwann kommt immer, für einen Hinweis drücke L3. Und vor allem geht dieser Hinweis auf den Hinweis auch nicht weg, bis du es gedrückt hast. So, und dann zeigt es dir auf der Map die ganze Zeit, wo du hin musst. Ja, genau. So, das kann man sicherlich auch abschalten, so, aber es ist halt lustig. Und, aber danach war halt so eine, wirklich eine Sequenz, da hast du ein L, so zum Laufen, und halt ein ganz klares Ziel. Und wir haben uns da halt umgeguckt und nach, keine Ahnung, 45 Sekunden hat das Game gesagt, sollen wir dir einen Hinweis geben, wo du lang musst? Wo könntest du lang gehen? So, ja, das ist irgendwie ganz lustig, dass das Spiel zum Erkunden einlädt, aber wenn du es tust, dann denkst du so, okay, braucht der Spieler jetzt Hilfe? Ist das verloren? Ist der Spieler doof oder was? Ja. Das ist offensichtlich. Geh doch da lang. Ja. Das war... als ob das Spiel versucht, sich selber zu manipulieren, so, da ist zwar Loot, aber Spieler... Geh da lang! Ignorier den Loot! Ja. Ignorier ihn! Da lang! Ja. Ja, genau. Und das, was wir bisher so gefunden haben, hat sich halt auch alles recht organisch angefühlt. So. Sie achten sogar ein bisschen mehr drauf, dass wo welcher Loot liegt, so halbwegs Sinn macht. Dass zum Beispiel, wenn man irgendwo ist, wo mal eine Base war, dass dann da nicht mehr wirklich viel Loot ist, weil da waren halt Leute. Ja. So. Es natürlich findet man immer noch viel zu viel dafür, dass seit dann mittlerweile 24, 25 Jahre Postapokalypse ist, finden die viel zu viel. Ja. So. Aber sie achten ein bisschen drauf, was ganz cool ist. Und ja, das reicht mir ja schon. Weil würde man es völlig realistisch machen, dann müsste sich Ellie aus Gras und Stöckern ihre Waffen und ihr Zeug bauen. Ja. So. Ne? Und ja, das ist, ja, hat uns gut gefallen, dass ich das, ja, organisch angefühlt hat, wo das Zeug rumlag. Ja. Ja. Genau. Irgendwas hatte ich gerade noch, aber ich habe es erfolgreich verdrängt. Während ich geredet habe, habe ich mich selber ausgeschaltet. Ach doch, ja. Es gibt im Spiel, ist jetzt zwar wieder Story, aber es fällt mir gerade so auf, es gibt so ein, zwei Logikfehler zur Welt und ihrer inneren Logik, weil gerade... Ich nenne es, sag es mal so, wo Infizierte auftauchen und in welcher Anzahl. Da denkt man schon teilweise, okay, wie? Ja. Wie seid ihr hingekommen? Wann seid ihr hingekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum ist es bisher niemandem aufgefallen? Ja. ja, genau. Das ja, war so eine Kleinigkeit, wo wir schon zwei, drei Mal drüber schmunzeln mussten, dass wir dachten, wie? Und das Spiel macht sich sogar ein bisschen selber drüber lustig, weil... Ja, es gibt dann so eine Szene, da sind Infizierte, die sollst du besiegen, und dann sagt halt Ellie wirklich so, how the fuck did they get in there? Nee. So, wirklich so, also das Spiel so, ja, es macht nur so semi-Sinn, aber sie sind halt da. Halt da. Da, jetzt so. Tötet, so, hab Spaß. Frag nicht, töte! Neil, wollten wir nicht ein Statement gegen Gewalt machen? Töte! Ja, genau, aber... Wie gesagt, bisher ist wirklich das, was ich zu motzen habe, wirklich absolute Kleinigkeiten. Es sind, wie ihr gehört habt, mehr Sorgen für das, was noch kommen könnte. Ja, aber ansonsten ja, haben sie sich wirklich von Level-Design her deutlich verbessert für mich persönlich. Im Gameplay halt ja leichte Verbesserungen vorgenommen, die aber schon ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja, ja, Story gefällt uns bisher gut, Inszenierung und Technik sind großartig. Ja, Ja. Was halt mit dem Weltendesign noch angeht, ich hoffe jetzt mal, sie machen nicht denselben Fehler wie jetzt bei Final Fantasy 7 Remake, dass jetzt immer wieder so, was ich, ein Areal machen, hier hast du ganz viel optionales so dem Motto zum Erkunden, keine Quest sozusagen, aber halt erkunden, dann halt wieder jetzt irgendwie die nächsten 10 Stunden ist alles gratis und auf einmal warten sie wieder dir ein großes Areal ein, erkunde doch! Aber ich vermute fast, dass sie das tun. Wahrscheinlich, ne? So. Nur das Ding ist, wenn sie es so lassen wie bisher, dann macht mir das nichts. Dann ist so. Es okay. Weil das ist wirklich so, dann hast du ja selber die Auswahl, wie viel du jetzt hier erkundest. Wir halt alles. Ja. So, aber es fühlt sich halt nicht so langgezogen an wie, hier hast du eine belanglose Quest und noch eine und noch eine. So, ja, da bin ich generell dankbar, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, hey, du machst jetzt am Anfang Nebenquests für die Charaktere und so, sondern sie wirklich gesagt haben, ey, das ist immer noch eine lineare Erzählung, die wir machen. Das stimmt wohl. Mit optionalem Kram nebenbei, der aber alles, was mit der Geschichte zu tun hat. Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Haben wir eigentlich jedes Thema mal kurz angesprochen.
40 Minuten ist okay. Ja, ist okay. Man muss sich ja auch mal wieder kürzer fassen. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare, wie findet ihr bisher das Spiel, wenn ihr zum Beispiel unser Let's Play verfolgt. Wir nehmen es ja auf, gerade bei Folge 9 haben wir durch. Wie findet ihr es bisher? Was sind so eure ersten Eindrücke, wenn ihr es selber gespielt habt und auch von dem, was vielleicht noch in naher Zukunft kommt? Könnt ihr in den Kommentare gerne schreiben. Wie gesagt, bitte keinerlei Spoiler auf nichts, was die Story betrifft, eingehen. Ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt schon irgendwie in irgendeiner Form gespoilert von dem, was wir erzählt haben. Ich denke, das war okay. Ich hoffe, es war okay. Ben, entschuldige. Und ja. Genau. Ja. Ansonsten schaut gerne noch die anderen Podcasts hier bei Grau Entertainment euch an. Die sind auch alle ganz wunderbar. Unter anderem zum Beispiel ein Review-Podcast zu Final Fantasy VII Remake, was wir auch vor kurzem ja durchgespielt haben mal. Und ansonsten schaut gerne bei Grau Gaming, wie gesagt, zum Beispiel das Let's Play zu The Last of Us Part 2. Ansonsten auch zu Star Wars, Jedi Fallen Order, zu Xenoblade, Persona. Allem. Einfach allem. Schaut einfach mal rein, was da irgendwie ist. Irgendwas werdet ihr schon finden. Und ansonsten seid gerne mal auf Twitch live dabei, wenn wir wieder streamen. Wir haben eine tolle kleine Community, die freut sich über jedes neue Gesicht. Genau. Und habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr sie hört oder schaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Rauton. Ciao.